Wir saßen so fröhlich beisammen in einer so stürmischen Nacht. Mit seinen Freiheitsliedern hat uns so fröhlich gemacht. Mit seinen Freiheitsliedern hat uns so fröhlich gemacht. Da kam eine feindliche Kugel bei einem so fröhlichen Spiel. Mit einem seligen Lächeln unser kleiner Trompeter erfiel. Freundschaft und willkommen auf dem PLW Review-Kanal. Mein Name ist Sig Major und heute stellen wir euch den Genossen Pionier der Nationalen Volksarmee unserer Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1960 dar. Die Nationale Volksarmee wurde als Reaktion auf die Bildung der Bundeswehr gebildet. Sie entstand aus der kasernierten Volkspolizei und ihre Aufgaben waren nicht nur die typischen Aufgaben einer Armee, sondern sie führte auch den Grenzschutz auf See und Land durch. Als Kopfbedeckung trägt der Genosse die Feldmütze. Im Westen nennt man so etwas Schiffchen. Zusätzlich fürs Feld haben wir einen Stahlhelm im Modell M56. Das unterscheidet sich vor allem mit dem Nachfolgemodell darin, dass der Lack etwas dunkler und auch stärker glänzend ist und sichtbare Nieten an Front und Rückseite. Unter dem Kampfanzug wird ein Drillich getragen, das war der normale Arbeitsanzug. Der wurde im normalen Dienst getragen und im Feld und darüber als rein Kampfanzug mit Tarnwirkung ein Anzug in Flächentarn. Was an dem Anzug ganz interessant anzumerken ist, ist, dass der in stetiger Entwicklung war. Viele kleine Details haben sich regelmäßig verändert, bis er dann irgendwann den Drillich ersetzte und eine Felddienstuniform bildete, die dann denselben Schnitt hatte wie die Strichtarnuniform, die man danach kennt. Der Übergang war fließend. Stellenweise, vor allem Mitte der 60er Jahre, wurden Flächentarn- und Strichtarnuniform gleichzeitig ausgegeben. Was auch an der Jacke, der sogenannten Kapuzenjacke, sehr interessant anzumerken ist: Die Kapuze kann man ausklappen und diese hat ein Mückennetz und ist mit Haken gleichzeitig an der Vorderseite des Helmes befestigbar und ersetzt damit den auch ausgegebenen Helmbezug. Als Stiefel haben wir den standard ostdeutschen Knubbelbecher, der sich vor allem darin erkennbar macht, dass er eine profilierte Gummisohle hat. Besonders interessant am Koppelschloss aus der Flächentarn-Ära ist, dass die Verschlüsse den Koppeln aus der Wehrmachtszeit oder auch Reichswehrzeit nachempfunden sind und erst später hat man diese vereinfacht. Das Tragegestell besitzt wie bei Lederzeug Löcher, um mit einem Dorn die Höhe zu verstellen. Da der Pionier vor allem für handwerkliche Tätigkeiten im Feld eingesetzt wird, ist sein mitgeführtes Gepäck etwas kleiner als vergleichsweise beim Mottschützen. Das heißt, wir haben hier vorne eine 3er-Magazintasche für die MP im Kaliber 7.62x39. Auf der Rückseite trägt der Genosse eine Feldflasche in Bezug Flächentarn, formtechnisch sehr dem Modell der Wehrmacht nachempfunden, ebenso der Becher. Kleiner Vorteil: Die Flasche ist bereits aus nicht geschmacksneutralem Kunststoff. An der linken Seite trägt der Genosse noch umgehängt die ABC-Schutzmaskentasche, auch in Flächentarn. Diese beinhaltete Gummihandschuhe, ein Filter, Schlauch und in diesem Zeitrahmen die MS-Schutzmaske Spezial, ein sowjetisches Modell. Als Bewaffnung hat der Genosse eine Sula MP KMS. Klappschulterstütze, damit sie bei den Pionierarbeiten nicht im Weg ist und einfach umgehängt werden kann. 30-Schuss-Magazin. Interessant ist bei diesem Modell, auch wenn zu dieser Zeit die Sowjetarmee bereits das AKM nutzte, bauten die in Suhl gefertigten AK-Modelle auf der AK 47 auf, wodurch sie bis in die 70er Jahre noch gefräste Gehäuse hatten. Ihr werdet euch sicherlich fragen, wo bekommt man solche Sachen her mit dem Flächentarn? Da muss ich euch tatsächlich sagen, das ist ein schwieriges Fass. Denn der ausländische Markt, der hat das Flächentarn als interessante Sammleroption
nach der Wehrmacht schon für sich entdeckt und dadurch sind die Preise unheimlich gestiegen. Bei dem, was ihr zum Beispiel gesehen habt, da habe ich die Hosen auf eBay Kleinanzeigen. Die Jacke, die habe ich auf dem Fahrzeugtreffen in Finofoten Händler abgeschwatzt. Die ABC-Schutzmastentasche, die habe ich in Rostock auf dem Antikmarkt gekauft. Und das Schiffchen, das ist mir in so einem anderen Konvolut zugeflogen. Also ihr seht Sachen auf eBay, da kostet eine Jacke 300, 400 Euro. Das hat alles wirklich nichts mehr mit der Realität zu tun. Also man muss da ziemlich suchen. Einfacher ist es, mit einem Strichtanda anzufangen. Aber wenn man sich ein bisschen in Geduld übt, dann ist das alles schon machbar. Falls euch das Video interessiert hat, lasst es uns wissen. Wenn ihr mehr von der Nationalen Volksarmee sehen möchtet, schreibt das in die Kommentare. Folgt unserem Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Freundschaft! Thank you.